So, unsere Haltestelle. Wir müssen... Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist. Der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Tja. Wir sind wieder an unserer Haltestelle ausgestiegen. Ab ins Leere heißt es diesmal. Ich muss mal ganz kurz leider mein Mikrofon so ein bisschen pegeln. Es klingt etwas Mülleimermäßig heute. Sorry for this. So, dann heißt es jetzt also kleine Asteroidenteile zertrümmern. Welcome to the mining deck. Nice. Also ich mag wirklich sehr diese, diese Werbeplakate, die überall liegen, ja? Diese Promoplakate. Ich, ist einfach sensationell gemacht. Zack. Herz allerliebst hier schon wieder. Erstmal wieder die Umkleideräume hier ein bisschen durchsuchen. Ich weiß, ich habe schon das eine oder andere Mal gesagt, aber die Soundkulisse sucht seinesgleichen. Ja. So. Eine Werkbank haben wir hier auch. Das ist natürlich auch geil. Aktivieren. So. Okay. Wir hatten ja die Rig komplett aufgebaut. Tatsächlich wäre jetzt mal die Frage, wie ihr merkt, ich habe mich so ein bisschen aufs Impulsgewehr eingeschossen, obwohl der Plasma-Cutter ja eigentlich wirklich sein ganzes Potenzial noch gar nicht ausgefahren hat, eigentlich. Ne? Irgendwie mit, gerade was das Amputieren von Gliedmaßen, und man möchte sich mal bitte diesen Satz jetzt reinziehen. Also gerade beim Amputieren von Gliedmaßen bevorzuge ich persönlich den Plasma-Cutter gegenüber dem Impulsgewehr. Nee, aber die Frage ist jetzt halt, investieren wir jetzt unsere Knoten in den Plasma-Cutter, weil da ist auf jeden Fall noch ganz schön was zu investieren. Ne? Wenn man es mal so sieht, irgendwie haben wir eine Menge Leerpunkte. Wenn wir nachher ein bisschen weiter draußen sind, schwierig. Ich guck mal ganz kurz, was unser Bankkonto sagt. Aber ich glaube, das ist mit der letzten Aktion ganz schön geschrumpft. Ja, so, wir haben 45.000 am Start. 10.000 war der in den Knoten. Wir könnten ein bisschen was kaufen. Aber wir werden auch erstmal... Oh, schau mal an. 3 Schuss, 1500. Das ist von der Strahlenmunition, ist ja gar nicht mehr schlecht. Ne? So, wir verkaufen. Tatsächlich haben wir auch ziemlich viele Medipacks. Ich fahre mal in einem Safe. Oh, guckt euch das mal an, ey. Das ist ja Wahnsinn. Das verbrauche ich doch niemals. So. Da sieht es auch schon wesentlich freundlicher wieder auf unserem Konto aus. Und man könnte auch sagen, da kaufen wir uns nochmal gleich 8 Energieknoten. So, das sieht erstmal ganz gut aus. Ja. Dann würde ich sagen, können wir uns so auf die kleineren Geschichten oder anders gesagt irgendwie so diese Necromorphs, die diesen Explosionssack an der Hand haben, da kann man sich natürlich schön mit dem Impulsgewehr drauf konzentrieren. Und die anderen Necromorphs, die nehmen wir uns dann mit dem Plasma-Cutter vor. 16 Schuss, das ist doch schon mal gut. Okay, das ist dumm. What? Oh Scheiße, Kumpel, Alter. Wir haben es erwischt. Aus irgendeinem Grund ist das Schiffunterdeck offline, Isaac. Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. Okay. Mist. Oh, nicht stopp.
Oh, die echt. Haben die jetzt hier alle ausgeschissen oder was? Alter, ihn hat's ja mal richtig erwischt hier. Ja, das hast du davon, wenn du dich mit Sir Isaac Clarke anlegst, mein Freund. Eieieiei. Nicht schön. Nicht schön. So, da vorne haben wir wahrscheinlich einen Audiolog oder einen Textlog. Hier, Tempo. Ich habe Elizabeth gefunden, aber in dieser gottverdammten Bucht ist nicht ein einziger raumtauglicher Flieger. Jacob, beeil dich. Wir müssen einen Sender finden. Es muss hier irgendwo einer sein. Da rechts. Da. Ganz kurz hier mal nochmal schauen. Freundchen. So ja wohl nicht. So ja wohl nicht. Am Beckenrand wird nicht der Grand. Feuerlöscher. Kann man ihn. Ja, wie geil. So, wo brennt's denn? Tod durch Feuerlöscher. Das ist natürlich auch eine geile Kiste. Oh, fuck. Oh, fuck. So, bei solchen Konstellationen, wenn ich schon sehe, wenn die Leichen so angeordnet sind, irgendwie, ist mir noch vollkommen klar, dass hier gleich so ein Infektor irgendwo kommt und ich hier plötzlich nur von Feinden umgeben bin. Also, was machen wir? Wir reduzieren die Gefahr mal ein bisschen. Oh, scheiße, Alter. Aber die haben sie auch alle richtig ordentlich zerlegt hier, ne? Was? Okay. Normalverarbeitung. Wo? Wie? Was? So, Leute, wirklich, es ist, seid bitte nachsichtig mit mir, das ist jetzt hier keine perverse Tendenz, die ich hier auslebe, sondern es ist reine präventive Vorsichtsmaßnahme hier irgendwie. Ach du Schande, ey. Das sieht schon cool aus, oder? Also, ich muss hier, nein, die Schwerelosigkeit, das kann ich hier reinlaufen? Die Tür zur Weiterverarbeitung hat eine Notfallsicherung. Sie wird sich nicht öffnen lassen, bis die Schwerkraft wiederhergestellt ist. Das kannst du aber nicht, bis diese Steinbrocken daraus sind. Vielleicht kannst du sie mit deiner Chinesewaffe in den Schwerkraftstrahl befördern. Klar. Tschüssikowski! Und weggeknuspert. Anomalie zerstört. Wo, 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 wo? Ich höre sie. Sind sie? Oh. Na, wo bist du? Na, komm mal.
ist er denn? Oh, da kriegt er. Jetzt kannst du ihn wirklich rausziehen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, das waren jetzt doch recht viel. Krass. So. Da weg jetzt mal rinhalten. Ich hoffe, die hocken jetzt da oben. Ich saß ja nach wie vor irgendwie, diese Waffe macht so mega Spaß. Das ist. Oh, oh, oh. Gut, dann bereiten wir uns mal auf den Zero-G-Sprung vor. So, dann können wir doch eigentlich so machen und sagen... Tschüssikowski. Na dahin. Erinnerung, vor dem Betreten des Kontrollraums muss die Schwerkraft wiederhergestellt werden. Vielen Dank. Bitteschön. Gar kein Problem. Gebrackt. Anomalie zerstört. Und hier meine letzte Anomalie. Wo? Wo? Ist der Name scheiße? Einer ist noch. Nein, jetzt ist keiner mehr. Alle freischwebenden Anomalien zerstört. Schwerkraft wiederhergestellt. Zugang zum Kontrollraum erteilt. Oh, shit. Da kommt der Pack. Wo? Wie? Oh, shit. Von hinten die Penner, ey. Das war knapp. Das war knapp. Oh. Okay, jetzt haben wir die Leute mal in Aktion gesehen. Okay, falsche Waffe am Start. Junge, 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 Junge. Wollt's jetzt aber wissen. Ja, auch leider nicht so souverän gelöst, die ganze Situation. Aber wir haben überlebt und ich glaube, das ist das, was zählt. Twinkle, twinkle, little star.